Hallo und willkommen zur Folge X von Harvest Moon, Licht der Hoffnung. Ja, das heißt Folge X und zwar beende ich das Let's Play hier. Ich habe keine Geduld mehr. Ich glaube, in dem Spiel kommt nichts wirklich Berauschendes mehr bei rum. Mir geht's halt auf den Sack, du stehst jeden Morgen auf, machst deine Pflanzen und dann ist es vorbei. Dann hast du kaum mehr Energie, du kannst nur nach oben in die Berge gehen. Vielleicht 3, 4, 5 Steindinger da aufsammeln. Ja, das war's, ne? Gehst um 11 ins Bett. Hammer. Das ist definitiv kein gutes Harvest Moon. Ja, ich weiß, die Leute haben mich vorgewarnt. Allein unter der ersten Folge haben sie mich vorgewarnt. Ich habe nicht aufgehört. Ich habe immer wieder gehofft, komm. Irgendwas, vielleicht ein Funken. Aber nein, es kam einfach nichts. Das Spiel, keine Interaktion mit Personen, du kannst ein einziges Gesprächsfenster quasi hast du mit denen. Du selber kannst überhaupt gar nichts beeinflussen. Du kannst ihnen Geschenke bringen. Wow, vielleicht bringt das noch irgendwas, vielleicht sind die irgendwann nett zu dir, vielleicht kannst du wen heiraten, aber es interessiert einen nicht. Du baust da dein Zeug an, vertickst das, gehst wieder pennen, das machst du jeden Tag. Bis du dann genug Geld hast, um irgendwas zu kaufen, dann kaufst du den Scheiß. Oh, mach's weiter. Da gibt's nicht irgendwie, wie bei dem einen Harvest Moon auf der Gamecube, wo du dann abends in eine Bar gehst und dann mit der Bardame flirtest. Nein, gibt es nicht. Naja, ich nenne das hier Folge X und nicht Fazitvideo, weil ein derartiges Fazitvideo, da will ich mir für dieses Spiel noch nicht mal die Mühe machen. Also Leute, alle die mich davor gewarnt haben, das Spiel zu spielen, ja, schön, ihr hattet recht. Okay. Daumen hoch für euch, ihr hattet recht. Ja, das Spiel ist scheiße. Ganz klar. Also es hat den Namen Harvest Moon definitiv nicht verdient. Ist meine eigene Meinung. Und deswegen gebe ich für dieses Spiel 0 Sterne oder... Ja, es hat einen Stern nicht verdient. Wenn irgendwann ein Spiel kommt, was scheiße ist, ne? Und ich dem dann einen Stern gebe und diesem Spiel ja auch einen Stern gegeben habe, sage ich ja, die sind gleich gut. Nein. Harvest Moon, Licht der Hoffnung, bekommt hiermit 0 Sterne. Ich bin zwar der Herr der Ladebildschirme, aber hiermit sage ich Adios, Harvest Moon, Licht der Hoffnung. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich euch dieses Spiel nicht weiterhin zeigen will. Ich will es auch nicht empfehlen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr negativ überrascht. Von der Grafik will ich gar nicht erst anfangen. So, falls ihr mal ein anständiges Let's Play sehen wollt... Da und da. Ja, da werden anständige Let's Plays sein. Falls ihr was Gutes sehen wollt und nicht so ein Ramsch wie dieses Spiel. Und unter mir, also unter unserem Bild, unter unseren Karikaturen, da befindet sich der Abo-Button, falls ihr uns abonnieren wollt, um die anderen Let's Plays nicht zu verpassen und vor allem die neuen Let's Plays. Was wird wohl alles kommen? Das seht ihr in den nächsten Short News. Bis dann.